300 Jahre Kupferstichkabinett bedeutet 300 Jahre Bewegung. Bewegung heißt einerseits den Prozess des Zeichnens, des künstlerischen Arbeitens auf dem Blatt verfolgen zu können. Bewegung heißt aber auch das, was die Künstler dazu gebracht hat, überhaupt diese Arbeiten schaffen zu können. Auf Reisen zum Beispiel werden kleine Skizzenbücher mitgenommen und dort werden dann die Eindrücke, die man durch die eigene körperliche Bewegung zu einem anderen Ort aufnehmen kann, festgehalten. Die Sammlung verändert sich ständig. Das heißt, wir erwerben immer wieder neu. Das heißt, sie bewegt sich. Wie sich die Sammlung als Ganzes bewegt, sieht man am besten im 20. Jahrhundert. Dieser Karteikasten illustriert einen besonders düsteren Abschnitt in der Geschichte des Kupferstichkabinetts, nämlich die Nazizeit, und kündet von der Beschlagnahmeaktion der entarteten Kunst, so haben die Nazis die Kunst der Moderne ja genannt, 1937. 381 Werke sind beschlagnahmt worden von Künstlern der Moderne, also das heißt von den Expressionisten, von den Brücke-Künstlern über Otto Dix bis hin zu den Bauhaus-Künstlern Feininger und Kandinsky. Da ist wirklich viel verloren gegangen. Das war natürlich eine sehr schwere Phase für das Kupferstichkabinett und es existierte nur als Rumpfsammlung, als grafische Sammlung weiter in jenen Jahren. In den 60er und 70er und 80er Jahren konnte man den Blick dann öffnen Richtung Ost und West, Richtung Osteuropa, aber auch Richtung Westeuropa und Amerika. Da wurde sehr viel gesammelt und nach 1989 befand man sich auf einmal, und das hält im Grunde bis heute an, in einer globalen, digitalisierten Welt wieder und muss dort sozusagen die Wege finden, die richtigen sind für das Kupferstichkabinett, also die Werke identifizieren, die die Sammlung bereichern und die ein gutes Versprechen sind für Sonderausstellungen.